Ich würde sagen, haben wir das Intro-Level dann auch geschafft. War ganz lustig, eigentlich. Aber jetzt sind wir schon Kapitel 2. Trautes Heim, Glück allein. Ist ja nicht bald der Krieg zu Ende? Oder war der nicht schon zu Ende? Nee, noch nicht ganz. Ja, würde ich sagen, Vito is back from the war to home street. Hood. Irgendwas. Ha. Ja. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ja, das finde ich schon ganz lustig, aber. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Hier bin ich. Ja, vermutlich die mir dann wieder vertrauen, ne? Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Yay. Na, Hund. Niedlich. Ist auch cool, dass es am Anfang irgendwie Schnee ist und dann... Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Naja, es geht. Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als entschlossen. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Deutsche Nazi-Bombe hat die Fahrt. Das ist der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ja. 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter, wie war's denn so da drin? Super. Ich hab immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Carlo. Ohne Scheiß? Don Carlo? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du hier. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, nicht der Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst Kraft du alles nicht cool und ich hab fährt. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Frau Groovy. Salute. Ah, salute. Centan. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Ja. Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keiner, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ich habe eine riesengroße Überraschung für dich. Du kannst schon früher in den Krieg zurückkehren. Yay! Oh, sexy Rothaar. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Joseph. Okay, bis dann. Also, ja, das lohnt sich. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow. Danke. Nice. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja. Aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke. Ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei. Wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Ja, schade, dass man nicht mit der Frau da so
geschlafen haben. Ah, ich denke, er wollte laufen. Ist er doch gefahren. Toll. Da sind wir. Danke. Der Rest ist für Sie. Boah, mindestens zwei. Boah, doch so viel Geld, Mensch, ausgegeben. Wahnsinn. Hey, wie geht's? Wie läuft's denn so, Soldat? Playboy kaufen. Besser, seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Das ist geheim. Also, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Alles sehnt sich nach Frieden. Das heißt, es ist der kälteste Winter aller Zeiten. Hätte gern bessere Neuigkeiten. Ich sag, ich geh jetzt mal. Peter? Nein, ich bin nicht. Na, ah, erzähl mal, alte Frau. Was geht da? Hallo, Mrs. Vito? Du bist es. Und gut siehst du aus in dieser Uniform. Ja, so. Hm. Ja, typisch Mafia-Atmosphäre. Voll cool. Oh, hat er zugemacht. Gut, das kann nicht jedes Geschäft laufen, ne? Das kann man mal. Na, boah, was hat das denn jetzt? Wollte ich hier nachdenken, weiß ich nicht. Ich nehme an, hier so. Tür öffnen. Oh, wir müssen noch weiterlaufen. Oh, eine Miezekatze! Sag Miezekatze, hallo. Dir gefällt die Miezekatze. Weich, Miezekatze. Jetzt hat die Katze selber umgebracht. Ja, die Katze ruht Frieden. Mann, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Das heißt mein Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito, hey, Freddy, wie geht's? Komm her. Ich bin so setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas Hunger. Ganz Besonderes gekocht. Super, die Bohnen. Ist er gut für dich? Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Vedi dinanzi a coloro che non hanno e rendici partecipi. Ich weiß, den Sauber setzen können. Naja. Ach, ja nichts. So, du musst müde sein, Vito. Ich hab dir dein Bett gemacht. Warte, was hat denn das Tee da an der Wand zu bedeuten? Hahaha, bedingt dich. Wie ist es euch ergangen? Franny, was machst du so? Ich hab einen netten kleinen Bürojob, der uns einigermaßen über die Runden bringt. Und ich bin dabei, Papas Schulden abzuzahlen. Francesca, will jetzt nicht darüber reden. Aha, nada. Viel Spaß. Ich will ein Katzenposter, kein Hundeposter. Und Vito hat auch einen Plüschtier. Niedlich. Bis morgen früh. Schlaf gut, Mira. Tschüss. Next day.